Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Heutiger Deck Pros Neos Force mit seinem Necros-Deck, was er im RL bauen will. Ja, wir haben hier Standard Necros mit den neuen Incantations, die bockstark sind. Also wirklich bockstark. Und ja, schauen wir mal. Fabio. Gott, das war wieder so ein richtiger Irrname. Aber gut, seine Entscheidung. Er will nicht anfangen. Also Necros ist actually historisch scheiße darin, First zu gehen. Vorschlag, wir setzen die Permanenz und sagen Gönnung. Ja. Das klingt nach einem Plan. Man hätte auch dafür entscheiden können, die auf der Hand zu behalten, aber eventuell, also sagen wir mal so, gegen einen guten Spieler, wenn ich davon ausgehe, dass der Gegner gut ist, hätte ich sie auf der Hand behalten. Aber wir spielen auf Death Pro, ist was auf Yu-Gi-Oh! Pro. Richtig, man muss ihm allerdings schon mal anrechnen, er hat gerade schon das Terraforming woanders hin aktiviert. Was völlig wurscht gewesen wäre, weil wir kein Monster auf dem Feld haben. Richtig, aber erwähnt. Der darf sich übrigens gönnen. Ja, soll er doch. Ja, da darf er versuchen. Mhm. Das ist auch okay. Warte mal, der hat gerade nichts gesucht, ne? Nee. Das heißt, er hat entweder das Gate auf der Hand oder er spielt gar kein Gate. Der Needlefiber, wenn er kommt, der darf sich übrigens nicht gönnen. Ja, aber dafür muss er erstmal muss er kommen. Ja, ja. Wobei, wenn wir Needlefiber durchlassen würden. Nee, der holt sich einen Tuner aus dem Deck. Hm. Weil die Sache ist, er hat noch nicht genormelt. Das ist kein Needlefiber. Oh, so viel zu dem Thema. Romulus? Was jetzt durchlesen? You can add one Drag Unity Spell or Trap or Dragon Ravine. Es gibt außer okay. Dragon Ravine noch andere Drag Unity Spell Traps? Ja, es gibt so einen neuen Equip Spell, der darf dann irgendwie was suchen. For Dragon Monsters, Spirits are from the exile, close on this card, put you can from your hand, but for the rest. Okay. Also, okay. Ja, okay. Ja, okay. Soll er mal. Okay. Darf er minus gehen? Okay. Ja. Ja, darf ja, er minus ja, gehen. Ja, okay. Ja, okay. Ravine ist once per copy, ne? Natürlich ist Ravine once per copy. Was hat er jetzt gesagt? Search oder? Ich glaube Search. Ich glaube Search, ne? Ich glaube Search. Red Eyes Black Dragon übrigens. Ja. Also, das Splasher sieht fucking gut aus. Das Bild. Von den Red Eyes meinst du? Ja. Ist noch das gleiche wie aus dem Anime erste Season. Ja. Und er sieht einfach ultra gut aus. Warum hat er jetzt nochmal den Dude da reingelegt? Das weiß ich nicht, weil dann noch ein Extra-Deck ist wahrscheinlich. Ja, aber. Aber. Ja, ich weiß. Das hätte er auch nächsten Zug machen können. Hätte können, hat er nicht. Huh. Hm. Warte mal, wie liest sich Pre-Prep? Wie liest sich Prep? Okay, und den Ritual Spell kriegen wir vom Graveyard. Das heißt. Das heißt, wir kriegen das ähnlich für ein Plus 1. Nein, kriegen wir nicht. Also zünden wir es jetzt einfach. Genau. Dann würde ich sagen, basteln wir mal ein Unicore. Also suchen wir Brio für Juni oder einfach das Juni? Ich glaube direkt Juni einfach. Weil wir haben nichts von Brio gleich zu haben. Und dann können wir den Brio mit dem Herold suchen. Genau. Ja. Dann suchst du Klausel das für Kaleidoskop. Genau. Da. Und Unicore. Mhm. Was sagt nochmal die Ariel? Die kann ihre Stufe erhöhen und noch irgendwas. You can reveal. Ja, sucht auch nochmal, aber wir machen jetzt erstmal den Herold. Ja. So, nein, nichts anchainen, bitte. Tschüss, Harald. So, ja. Nein. Für Brio. Und Brio.
So. So, also, wir könnten jetzt die Olle Normal Wir sie können. auf 7 hochdrehen. Nur technically speaking. Ja, könnten wir und dann? Wir könnten. Können wir ihn über den Haufen trischen? Nee, weil Trish nicht Ja. kein Schiff für Neumonster attributed wäre. Doch, wir können Trish suchen, mit dem hier dann nur eine Karte revealen und den hier auf Stufe 5 setzen. Hä? Wir können auch einfach mit Brio für Trish und dann mit dem Mirror Brio und Klausulas vom Grave banishen, weil der Mirror gut ist. Ja, stimmt, das geht auch. Machen wir das. Und dann für Game angreifen? Ja. Nach dem Plan, oder? Ja, das ist nicht nach dem Plan. Mir ist gerade aufgefallen, er ist auf 4K. Ja, ne? So, ihr könnt also das suchen, bitte. Stimmt, der hat doch diesen Graveyard-Banish-Effekt gehabt, da war was. So, ja. Tschüss, tschüss und keine Ahnung, du. Du wolltest ihn haben, als kriegst du ihn nicht. Was auch immer er mit dem vorhatte. Wir werden es nie erfahren. Außer es kommt der Random Battle Fader. Nee. Warum hast du nicht den Drachen rausgenommen, der sich nächste Runde specialen dürfte? Weil es keine nächste Runde gibt. Ja, aber diese Entscheidung, was du rausbannest, meldet ja sowieso nur dann, wenn es eine nächste Runde gibt. Und für diesen Fall wäre es eben besser gewesen, den Drachen rauszuschießen. Ja, aber nur in Weil der dem hat einen safe Fall. einen Effekt. Aber nur in dem einen Fall, wo er das auf einer Hand seine flinke Vogelscheuche wäre, weil ein Battlefader wäre auf dem Feld gewesen, es wäre kein Drache gekommen. Das ist korrekt. Aber Bis gleich. trotzdem, bis Ja. gleich. Was willst du jetzt? Er will anfangen. Alles klar. 14 Karten extra. Wir haben nicht schlecht. Die Normal Summon ist legitim, der Effekt nicht. Noch hat er sie nicht aktiviert. Ja. Komm, schmeiß ab. Nee, Dude. Nee. Nix gibt's. Sehe ich nicht ein. Das ist ein Problem an dem neuen Harpien-Support. Channeler stirbt viel zu hart an Ashe. Und das ist ein Zeichen der Hysterie. Die ganze. Ja, das ist aber okay. Oh, hallo Manju. Also, ich meine, technisch gesehen hindert uns nichts daran, den Boy zu trischen. So, theoretisch. Mit Boy meinst du das Zeichen? Ja, genau. Das kann man ja wegtrischen. Jetzt kommen wir erstmal Manju normeln. Oder ist es der Ritual? Wollen wir erst nach Manju fragen oder erst nach Devi Ritual? Ich glaube, wir wollen erst nach dem Manju fragen. Ja, vor allem, das ist ja das der Ritual, das er halt aus dem Friedhof auf die Hand zurückgibt. Das heißt, wir wollen erstmal einen Klausulas haben und den im Friedhof Hä? haben. Der ist ja der was aus dem Deck beschwört. Das, was aus dem Deck beschworen wird, ist ja dann das, was tatsächlich was tut. Ach stimmt, so rum war es. Nevermind. Ja. Also nochmal mal Manju. Und gucken mal. So, über wie viele Umwege können wir gehen? Naja, also gibt es einmal diese blöden Negate-Fallenkarte oder einfach einen Strike. Exzellent. Sind wir denn los? Ja. Jetzt haben wir das. Ja, dann haben wir jetzt das Devil Ritual. Allerdings kommen wir jetzt nicht mehr so einfach auf Trish. Jetzt Das gucken wir heißt, erstmal. jetzt müssen wir einmal denken. So, welche Erfahrung Also, wollen wir jetzt haben? der da sucht Ja, der sucht Monster. Monster. Das heißt, der Ja. sucht alles. Ja, das ist den wollen wir haben. Ja. Ja, genau. Und dann können wir einfach einen Trish bauen. Weil 3 und 6 ist actually Trish. Genau. Ha! Easy. So, ja. Ist es die Frage Trish oder Brio Trish? Oder kannst du beide, weil dieser blöde Negate-Fallenkarte kommt? Das wäre jetzt schon hart ärgerlich. Es war nicht die Negate-Falle. Aber es ist übrig die Frage, was wir suchen. Nämlich keinen. Und nee, warte, wie liest die sich? Wir müssen Nekros aus dem Friedhof banishen, schade. Dann suchen wir. Also, wenn wir jetzt für Brio gehen würden.
Wir haben keinen würden. Nekros im Friedhof, ne? Nein. Nee, dann ich glaube, ja, Brionak. Wir können auch einfach nur einen Brionak suchen und dann mal passen und gucken, was am nächsten Zug nachziehen. Weil ein gutes Er hat ja Wort. nur den, er hat ja nur den Egotisten auf der Hand. Das Eben. heißt, er hat erstmal keine Möglichkeit, das Ding kaputt zu schießen. Das Zeichen. Eben. Ja, dann Brionax suchen und go. Komm. Und ich meine, killen wird er schon. Ich meine, ja, er hat. Er, nee, es gibt. Solange jetzt kein MSD von oben nachflippt, kriegt er das Zeichen nicht kaputt. Ja. Feelspell tut's auch. Nee. Wie soll dann der Harpier herkommen, wenn er einen Feelspell zieht? Egotist, was aus dem Deck-Special? Ja, wir müssen erstmal eine Harpier auf Oder? dem Feld haben, du Genie. Ach so! Ja. So gut ist der Egotist jetzt auch nicht. Sorry, ich dachte, die kann man immer aktivieren. Nein! So, Deswegen konnte er also. den vorher nicht aktivieren, weil er keine Harpy Ja, hatte, sondern genau! irgendwelche Channeler. So. Und die war annulliert und deswegen war sie keine Harpy, sondern Harpy ein Channeler. Edzard macht alles einen Ja, was dachtest Sinn! du denn? Hatte wir gut. Ich denke, wir fragen. Also, Brionax sucht, Warte mal. Clausolas aktiviert, Devil Ritual holt das andere aus dem Deck, was Monster auf die Hand zurücknimmt, dann Brionax auf die Hand aktiviert ihn nochmal. Hätte ich jetzt gesagt. Geleckt, aber Brio Anfang ist okay. Ja. So, Brio sucht Clausolas. Wobei, das ist die Risky-Variante. Ach, egal. So, den kennt er ja schon. Und du weißt das genau. So, ja. Und jetzt trischen wir ihn. So. Aha, das war uns vertan, Brios once per turn. ne? Plan B. Oder? Nee. Wobei. Das können wir. Warte, wie noch das am gescheitesten? Die Z-Karte ist entweder die Egotist oder eine neu nachgezogene Karte. Machen wir mal so. So, und jetzt will ich ein Kaleido haben. So, und dann machen wir noch den Zugpass. Aber ja, ich hab irgendwie, ich weiß nicht, warum ich dachte, dass wir Brio zweimal machen könnten. Das war, gut, die hat er gerade nachgezogen. Das heißt, die andere Setcard ist nicht der Egotist. Okay. Das heißt, das Zeichen der Hysterie überlebt nochmal einen Zug. Aus der Botten Tornado Drake. Womit denn? Das Ding ist Stufe 6. Hätte der damit nicht auch Harpy 1 aus dem Deck specialen können, oder Ja. ist der Egotist noch schlechter als Nein, gedacht? nein, HP1 geht schon, aber die hat er offensichtlich nicht geholt. Weil die ganzen Fallen, weil die Fallenkarte doch sagt, so, wie sagt er jetzt? Der würde jetzt gern, der könnte jetzt Genau, den Battle Pass Angriff beenden. annullieren, wenn wir da Bock drauf Und hätten. Battle Pass beenden. Ja, Das ja. heißt, bei Devil des Überlebens, genau, das wollen wir doch. Ja, da passt. Dann, nö. So. Valk ist schon eine gute Karte, so ist nicht. Ja, ist aber leider keine Karte mehr auf der Hand. Hi! Moin. Warte. Warte. Warte, warte. Warte, Warte! warte, warte, warte. Wenn wir den jetzt killen, Ja. dann hat er eine Karte wieder auf der Hand. Also, nehmen wir an, wir würden jetzt mit Brio ein Unicorn suchen. Kriegen wir keinen Trisch mehr auf die Hand. Doch. Harald? Ach so, ja klar. Ja, richtig. Ja, dann ja. Ja, dann machen wir das Ja, mal genau. so. Ja, genau. So, Unicorn, Kaleido. Ich meine, schief gehen kannst du natürlich immer noch, wenn es in irgendeinem
blöden Ja, er Negate. kann jetzt natürlich ein Warning haben. Oder ein Judgment. Okay. Wir hätten mit dem, Spiegel anfangen sollen. Hätten wir überhaupt aktivieren können? Nee, hätten wir nicht. Schade. God damn it. Natürlich hat er auch noch eine Warning gehabt. Warte mal. Haben wir den Brio schon aktiviert, diese Runde? Ja, ne? Ja, gerade eben. Okay. Dann ja, sind wir hier fertig. Ja. Boah, Alter. Natürlich hat er das Judgment nachgezogen. Verdammter Penner. Aber dann hätten wir auch den Spiegel nicht für den... Also wir hätten zwar nachher nur den Spiegel fragen können, aber das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Was ist das jetzt schon wieder? Das war einer von den Guten. Der war jetzt gut. Ja. So, ist der gut genug, um ihn aus der Nummer wieder rauszuholen, ist die Frage. Nö, aber es ist hier kein Nerven. Aber er kann eine Karte suchen und diese Karte können wir dann durchlesen. Also richtig. Alles gut. Also habe ich schon mal hier, damit wir die Karte gleich sehen. Ja. Harpies Feather Roosting. Target 3 Harpy Lady, Endor Harpy. Hatte ich schon vorher 3 im Friedhof gehabt? Doch, hatte er. What the fuck? Vielleicht wollte er die. Jetzt hat er auch noch die 3 reingelegt, die er vorher auch schon hatte. Ja! Wollen wir den wieder davon abhält, nein, zu Battle nein, den 6, aber vom 3er nicht. Ja gut, so geht's oder auch. So. Ist aber kein Dingens im Grave, ne? Weil die Klausel, das gebanished haben. Aber wir können Discard Unicorn für Adback Brio gehen und dann Brio für Search. Ja. Ja. Hier. Was konnte der nochmal? Der Stall der Stufe 6. Ja gut, dann Klauselass und Klauselass-Search, würde ich sagen. Mhm. Weil den Klauselass können wir auch aus dem Friedhof banischen mit dem Mirror. Ja, dann wird der mal gern für einen Cycle gehen. Ja, weil Kalador kein Target aktuell. Ja gut. Jetzt hätten wir ihn getrischt. Also er wäre kein Liefel gewesen, ne? Gerade so nicht. Das heißt, wir hätten einfach das Zeichen gebanished. Aber der hätte danach wirklich legit nichts mehr gehabt. Ja. Bis gleich zur Deckbewertung. So, das immer, wir haben zweimal Hades Mandra, einen Exar, zweimal Bookstone, einen Great Sorcerer, dreimal Manju, eine Ariel, zweimal Kendall, dreimal Ash, zweimal Pensilver, eine Decisive Armor, ein Trishula, dreimal Valkyros, Brionak, Unicorn, dreimal Klausulas, Rota, dreimal Prep, zweimal Mirror, zweimal Kaleidoskop, zweimal Cycle und dreimal Transcendence. Also am die Main. Permanence nennen, die heißt wirklich jetzt, die heißt wirklich schon seit Ewigkeiten im Permanence. Ja, ich habe auf die Karte geguckt und nicht auf den Text unten, sorry. Ja, wir müssen sie ja nicht unendliche Unbeständigkeit nennen, ja? Das ist ja okay. Das ist echt so im Deutschen. Ja. Ich meine, es ich ist richtig. Unendliche Unbeständigkeiten. Ich meine, es ist richtig übersetzt. Also, was. Ich meine, was sollen die sonst machen? Das ist ja die korrekte Übersetzung. Wegen liegt trotzdem scheiße. So, also schauen wir mal. Exa ist gar nicht mal so gut. Halt echt nicht. Der ist halt okay. Aber er ist auch nur okay. Der Great Sorcerer ist ebenfalls okay. Und die Ariel ist auch so okay. Aber die Incantations sind einfach besser. Deswegen, ja. Ich meine, es stört dich nicht, 2 von denen zu ziehen. Tu ruhig mehr rein. Mhm. Aber davon abgesehen gibt es beim Extra-Deck gar nicht mal so viel, beim Main-Deck gar nicht mal so viel zu motzen. Aber das, wie gesagt, lass den Extra und tu halt mehr Incantations rein. Aber der Rest. Und ich würde, und zwar würde ich die beiden quote-unquote schlechten auf 3 setzen. Also sprich, die den schlechteren Effekt haben, wenn sie wenn sie aus dem Deck gespecialt werden. Also die beiden neuen. Buch und Feder.
Richtig. Die würde ich jeweils dreimal spielen, weil die willst du eher ziehen, damit du dann den anderen, den guten, aus dem Deck specialen kannst. Und der andere Grund ist, wenn du die mehrfach spielst, ziehst du sie A wahrscheinlicher. Und wenn du sie dann benutzt, hast du sie trotzdem immer noch im Deck, um im späteren Spielverlauf, wenn sie doch was bringen, sie dann trotzdem noch im Deck zu haben. Ja, also ich denke 3-3-2-2 ist eine gute Ratio. Beziehungsweise 2-3-2-3, wenn man nach den Stufen geht. Wesentlich interessanterer Punkt ist es allerdings das Extra-Deck. Das ist überwiegend auch relativ normal. Du hast einmal das Futter wie den Herold für, oder die Inns statt dem zweiten Herold, ist ein bisschen komisch, aber von mir aus, für das Kaleidoskop. Allerdings sind hier da noch ein paar Sachen ein bisschen komisch. Angefangen mit dem Theseus. Ja, Weil ich mal also so, wir haben uns hä? echt den Kopf darüber zerbrochen, was zum Geier, also an welchem Punkt du den aus dem Extra-Deck rausfischst. Wir sind auf kein Ergebnis gekommen. Ich meine, er ist Stufe 5 und somit kein Target für ein Kaleidoskop, weil du keine Stufe 5 Ritualmonster hast. Und ich meine, du holst ihn ja auch nicht irgendwie raus aus dem, oder übersehen wir irgendwas? Gibt es hier irgendeinen, der aus dem Extra-Deck specialt? Ja, nein. Ich sehe auch keinen. Ja, also das ist einmal die Sache. Dann, okay, Rota Nova und Star Eater, klar. Da sind wir dabei, obwohl man statt dem roten Nova-Drache gefälligstens halber Enddrachen spielt wegen Style. Ja, gut. Wobei ist halber End. Ist halber End Stufe 12 oder ist sie Stufe Ich glaube, der 10? Stufe 10, oder? Ja, der Stufe 10. Dann Dragon Master Knight. So, was haben wir da alles? Blue Eyes Ultimate, den kann man noch ganz gut spielen, Ja, genau. was? Oder hier, Sarg. Ja. Egal. Über Style-Punkte kann man sich wann anders unterhalten. Ja. Gut. Also ja, du hast hier Auswahl. Genau. Dann. Zhao Fang. Nächster Punkt, Also, ja. Also. technisch gesehen kannst du natürlich eine 9er Synchro spielen für 3 und 6. Das kann passieren. Weil ich meine, du hast Stufe 6 Monster auf dem Feld, Brionak, und dann normst du halt eine Ashe zum Beispiel oder so. Keine Ahnung. Ja, also du kannst, erstens kannst du ihn theoretisch bauen, zweitens kannst du ihn theoretisch als Tribute-Fodder benutzen. Aber erstens geht mir der 10er ab, weil jetzt auch ein 10er ist so lala, weil 6 und 4, naja. Also passiert jetzt auch nicht so Ja, so häufig. Brionak Also. und Unicorn so, ne? Aber hier, wenn du ihn tatsächlich mal eventuell holen willst, dann warum Zhao Fang? Der tut nichts. Warum nicht Vermillion? Der macht wenigstens was. Der kann die Ashe dann vom Grave banishen, um die Karte kaputt zu schießen. Ja, Der tut wenigstens Dinge. Vermillion ist so der Generic Level 9er. Halt der irgendwelche Sachen macht. Ja. Weil die meisten Neuner brauchen ja drei Monster. Siehe Trish. Omega, keine Ahnung. Also du kannst sie eigentlich nur mit Exa plus Ashe bauen. Und nein, weil Exa wirst du niemals beschwören, den müsstest du hertributen. Nein. Das passiert nicht. Dann ist ganz normal Vierer-Line-Up, da sind wir dabei. Au, das war ein Fehlsound. Okay. Aber kannst du nichts für. Ja, Also ja, das sind Sachen, die wir jetzt allesamt noch nicht ganz verstanden haben. ja, deswegen Und sind wir. meine Deswegen. Güte, hier viel Trap-Hate im Extra. Ho, im Side. Holy shit. Bisschen was, ja. Da ist aber die Frage, also zwei Called by Dave gegen Decks, die viele Handtrap spielen oder was? Also, nee. Ansonsten Evenly gehe ich mit, Red Reboot gehe ich auch mit. Royal Decree ist, glaube ich, ein bisschen Overkill, weil den brauchst du jetzt. Weil das sind dann schon. Das sind dann sechs Karten, die du echt eigentlich dann nur gegen Paleo haben möchtest. Wobei,
hier Red Reboot noch ein paar random andere Anwendungen hat, aber Royal Decree willst halt echt nur gegen Palio haben. Den kannst du halt nicht mal gegen Draco oder so ein Blödsinn spielen. Ja. Chalice wegen was? Thunder Dragon out? Dann spiel Kaijus. Chalice, Lance. Lance. Warte mal, Lance? Warum Lance? Ich dachte wirklich, das ist ein Chalice. Nein, das ist ein Lance. Warum? Unaffected. Warum? Von was? Von Gosen Match Glückwunsch. Also sorry, aber die einzigen Traps, die gespielt werden, sind Floodgates oder Strikes. Ja, also Lance bringt sich gar nicht mehr gegen so viel was. Also ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal eine Mirror Force oder eine BTH oder so kassiert habe. Es muss was her sein. Dann auch im Side, ich gut, im Settings macht es mir immer noch besser als im Main Deck, ja, aber. Und ich meine, der andere Also, Effekt mit 800 Attack Debuff wird wahrscheinlich auch nicht das primäre Ziel gewesen sein. vermutlich nicht. Also, Hoffentlich nicht. ich will jetzt nicht sagen, tu's raus, aber zumindest erklär's. Lance, Called by Dave, Decree, Theseus, Chaofeng, Omega. Fertig. Ich glaube, das war alles, wo ich definitiv eine Erklärung haben möchte. So, das andere, sage ich, ist nicht optimal, meiner Meinung nach, aber ist okay. Ich teste nicht genug Necros, um wirklich mit absoluter Sicherheit sagen zu können, Exa ist scheiße. Und aufgrund eben dieses Unterschiedes, dieser Fragen, bleiben wir ja mal bei 11 Punkten, eben weil diese Sachen noch geklärt werden müssten. Und ja, wenn du so eine gute Erklärung im Kommentaren lieferst, dann bitte, aber bis dahin, ja, 11 Punkte hierfür. Wenn ihr unsere Deck schicken wollt, guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten, euch gefallen, vergesst nicht zu bewerten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. That's the best.